Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal waren wir bei Kolonie Gamma und heute wollten wir zu Kolonie 9 gehen. Ich habe Zeon schon mal ins Team geholt. Und ja, wie man jetzt gerade sofort an den Charakteren erkennen kann. Ein paar waren mit den Klassen fertig. Also ich habe da mal auf Skin rüber geschaut und habe jetzt drei neu zugewiesen. Einmal Juni war mit dem Angreifer hier fertig. Da habe ich mal aus ihr den Nopon-Hüter gemacht. Lance war auch fertig und Senna auch. Also aus ihr habe ich einen C4 gemacht und aus ihm hier einen Taktiker. Wir haben bei ihm beiden hier richtig viele Klassen fertig. Bei ihm haben wir gerade hauptsächlich die Heile alle. Ich muss auch mal ein bisschen mehr die einzelnen Charaktere so weit im Team haben, dass die die Bindung voll kriegen. Dass ich bei jedem die ganzen Klassen nutzen kann. Ich will mal hier übrigens gucken wegen Bonuserfahrung. Vielleicht können wir ja leveln. Zeon auf jeden Fall. Oh, alle Level 45, Zeon sogar 46. Diese Bonus-LP, die lohnen sich immer. Können ja auch mal gucken, kann ich Juwelen mittlerweile ein bisschen wieder was machen? Und zwar ohne die Münzen. Hier können wir was machen. Da, wo wir ganz weit hinten sind, da würde ich tatsächlich sogar mal mit Münzen eventuell zahlen. Wir haben ja noch ein paar. Manchmal kann man ja auch die ein oder andere Stufe überspringen. Finde ich ganz schön. Ich könnte mir natürlich hier auch einfach mal aufschreiben, was ich genau bräuchte, wie zum Beispiel die Future Armor Milch, und die einfach mal versuchen, ein bisschen so offscreen zu farmen. Ich fand es halt wichtig, dass wir auch mal uns und um unsere Ausrüstung kümmern. So, ich gucke jetzt nochmal hier rein, damit das wieder auf dem aktuellsten Stand ist. Ich gucke gerade, was ist richtig niedrig. Hier, das hier ist auf jeden Fall niedrig. Booste das mal auf 5 mit den Münzen. Dann spare ich mir da ein bisschen was. Das hier ist richtig niedrig. So, jetzt habe ich hier mal alles zumindest mindestens Level 3. Ist ja auch was. Also wir gucken heute auf jeden Fall bei Kolonie 9 vorbei. Ich gönne mir auch eben kurz was zu futtern der ganzen Truppe hier. So, hab jetzt mal den schnellen Weg genommen. Bevor ich jetzt hier rumgucke, gucke ich erstmal, ob ich eventuell die Harmonie über diese Teile hier erhöhen kann. Bei Kolonie 9. Was gibt denn die meiste Harmonie? Das von Lenny und das von Harala. Ich gebe da jetzt einfach mal alles ab, was ich abgeben kann. Ich gebe hier gerade die letzten Harmonie-Dinge ab. Ich habe jetzt alles, was tauschbar ist, abgegeben. Mal gucken, wie das jetzt vom Kolonie-Status her aussieht. Kolonie Gamma ist Harmonie nochmal gestiegen. Und bei einer anderen Kolonie, bei Kolonie 4. Und guck, jetzt ist hier auch noch was passiert. Monster ja in Sana-Ebene ist wahrscheinlich eine Nebenquest. Wenn wir hier nicht viel erledigen können, dann gucke ich ein letztes Mal nochmal bei den anderen Kolonien alle vorbei. Bei Kolonie 4 will ich auf jeden Fall, bevor wir irgendwie das Kapitel abschließen,
fertig machen, weil ich habe das Gefühl, dass Kolonie 4 nicht mehr lange existieren wird. Hier sind auch nochmal Informationen. Guckt, hat sich doch gelohnt, hier die Kolonie zu, Stufe zu steigern. Also die Harmonie. Ach, die Vorauslieferungen, die wir abgeliefert haben, waren auch Gesprächsstoff. Okay. Ich sammle natürlich auch die Sternchen hier ab. Alles an Harmoniepunkten, was wir mitnehmen können, wird mitgenommen. Da ist noch mal Information. Ach, der Arme. Streitliches Spielen ist nie angenehm. Okay, wir haben hier gut was zu tun. Da ist auch noch mal Information. Hier sind richtig viele Informationsstellen. Das ist eigentlich sehr schön. Diese Nebenmissionen kommen halt mit den Harmoniestufen. Das sieche Feld, da hatten wir direkt zu Anfang des Spiels eine Kolonie vernichtet. Hier sind auch nochmal zwei, gab auch nochmal Harmonie. Hier ist die Harmoniestufe gestiegen. Keine Ahnung, ob der mit der einen Harmoniestufe jetzt nochmal was dazu kam. Hier gab es nichts Spezielles, ne? Ich glaube, die Bodenjapolter hatten wir schon mal bestellt. Aber ich gönn's mir trotzdem. Ist schön, dass du dein Tablet einfach mal ein bisschen angeschnitten hast zum Essen. So esse ich auch mein Essen, Tayon. Okay, zwei davon sind definitiv Nebenquesten. About that thing. Erstmal die Gespräche, die keine Nebenquests beinhalten. About that thing. Wahrscheinlich nicht. This reminds me. Naja, ohne den Knüppel sind sie putzig.
Das nennt man Teamwork, was die machen. So, dann machen wir mal zuerst das mit dem Essensmangel. Ja, wir haben ihnen das Leben damit, glaube ich, nicht unbedingt leichter gemacht, aber auch nicht schwerer. Genau da sitzt er doch. Right then, strategy meeting. Also zwei Nebenquests haben wir hier auf jeden Fall. Fällt mir gerade so ein. Bei der Synchronisation können wir doch auch ein bisschen noch was aufbessern, oder? Seelenbaum. 140 Punkte haben wir. Wir könnten den Angriff hier holen. Das wär's. 160 haben wir hier. Ich würde sagen, ich hole die Technik hier schon mal. Dann kann ich das hier als nächstes holen. Ich brauche eh beide Techniken, ne? Hol ich mal die hier. Das wäre eine schöne Technik. Warum kann ich die noch nicht lernen? Ich brauche das Talent dazu. Wo ist das Originaltalent? Ach, das hier ist es. A new power, eh? Und schon kann man sich wieder nichts leisten. Wie immer. Hier haben wir echt gar nichts an Punkten. Ich finde es auch komisch, dass die so komisch immer aufgeteilt sind. Ja, das hier kostet ja gar nichts. Erhöhen wir direkt mal die Crit-Rate noch. Und das Geschick. Reaktionsimmun. Ich hol mir das hier. Finde Fox und den anderen in der Kantine. Da versammeln sie sich doch. Naja.
Okay. Ja, dein Kumpel hat leider Stunk vor. Warte mal, bevor ich losziehe, rede ich auch mit dem anderen Typen. Vielleicht ist seine Quest ja auch dort irgendwo in der Nähe. Dann können wir die direkt mitmachen. Boah, du versteckst dich aber, Junge. Oh. Klingt doch positiv. Einfach dort vorne. Ist ja gar nicht weit weg. Na gut, ich würde aber die andere Mission dann bevorzugen. Klingt spannender. If Mia's thinking turns out to be true, then Fox must be stopped at all cost. Found him. It's Fox. Fox. Tu es nicht. Was macht ihr hier? Und ich darf Leute verkloppen. Ich guck mal, dass ich jetzt mit jemand anderem mal kämpfe zur Abwechslung. Warum kämpfen wir nicht mal mit dem Bogen? Fällt auf, Noah hat keinen einzigen Flächenangriff. Naja, außer der Ult. Boah, halten die viel aus. Hier ein Feld für euch alle. So, nur noch einer. Oder? Nee, da versteckt sich noch einer.
Ja, das wissen wir. Er gibt sich Mühe. Juni, das steht dir. Ihn konnten wir erfolgreich aufhalten. Ja, das ging ja recht schnell. Dann machen wir als nächstes die geteilte Geheimnismission. Im Bestfall holen wir uns auch noch die vergessenen Vorräte. Da sollten wir eigentlich mittlerweile drankommen. Ja. Wahrscheinlich dürfen wir darum kämpfen, was auch immer dort zu holen ist. Die ganzen Level-3er hier. Aber immer doch. Okay. Okay. Ich sehe, some relations have changed. Dafür müssen wir ja nur mit dem Typen reden. Versuchen wir jetzt endlich mal diese vergessenen Vorräte zu holen. Muss ja irgendeinen Weg dahin geben, der nicht daraus besteht, dass wir uns umbringen. Also von hier oben sehe ich jetzt auch keinen Durchgang. Ich schwimme einfach mal hier in diese Grotte rein. Da sieht es aus, als ob man hoch könnte. Muss nur an den Anemonen vorbei. Ohne drauf zu gehen. This one's gonna be tough. Okay, das kann nie und nimmer der Weg sein. Oder? Doch, scheint der Weg zu sein. Und das ist dann für Level 28. Dieser unmögliche Weg. Voll die falsche Levelangabe. Aber hey, ich komme zu den Vorräten. Darf jetzt nur keinen Streif vom Zaun brechen. Westphal finde ich hier oben sogar einen Schnellreisepunkt, der nicht diese Krabbe da beinhaltet. Die Krabbe, die bringt mich um, der Stahlpanzer Zelinka. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Ich gebe die Quest gleich noch ab, keine Sorge. Mit dir lege ich mich nicht an, du bringst mich um.
Ich bin stark genug, hier am Leben zu bleiben. Heißt aber nicht, dass ich einen Krieg anfange. Genau deswegen. Okay, Leute, hat mich umentschieden. Wir geben erstmal hier bei Lenny das Teil ab. Schön, dass wir was Nutzloses geholt haben. Hat zumindest Harmonie gebracht. Ist vielleicht den Berg hier hoch, weil hier kann man ja auch noch hoch und habe ich noch nicht erkundet. Ist da eventuell eine Höhle? Wenn nicht, dann muss ich mich wirklich da einmal durchprügeln. Und sobald die Viecher mich einmal entdecken, verrecke ich auch. Ich überlebe einen Kampf mit denen nicht. Ich kann da wenn nur durchlaufen. Ist das was? Ach, deswegen hatte ich mich damals nicht hier hochgetaucht, weil hier Level 22er waren. Damals. Nee, ich muss mich echt da durch die Höhle prügeln. Okay, ich versuch's noch ein paar Mal. So. Ich weiß, dass da ein Container ist, den hole ich mir, sobald ich ein paar Level gemacht habe. Ich will mal hier rumrennen. Falls da eine Richtung ist, nee. Ist nicht. Okay, langsam bin ich echt verwirrt, wie man an den Container rankommt. Hier wäre noch ein Weg nach rechts. Muss das der Weg sein? Einfach laufen. Ich nehme einfach das hier. Okay, ich habe keinen blassen Dunst, wie man da an das Teil rankommt. Also, ihr könnt es an der Karte sehen, dass ich da jetzt eigentlich alles abgesucht habe. Die hat echt keinen Verbindungspunkt. Die einzige Art und Weise, die ich sonst noch sehe, ist, dass man von der Seite kommt. Ich glaube, das ist auch das Rätselslösung, dass ich von der Seite aus dahin muss. Okay, das hole ich mir dann beim nächsten Mal. Ich habe jetzt hier 20 Minuten dafür aufgebracht, dahin zu kommen. Und hab's nicht geschafft. Aber hey, wenigstens war ich einmal da in der linken Höhle. Da gehe ich nochmal hin, wenn ich Level 60 bin. Dann hole ich mir den riesen Krabberich dort. Jedenfalls, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.